Willkommen zurück zu Let's Play Minecraft und wir sind gerade hier im Lager und eigentlich hatten wir ja vor, hier einen Keller zu machen und einen Dachboden. Allerdings muss ich die Idee, glaube ich, erstmal so ein bisschen verwerfen. Das heißt, dass wir erstmal uns mit diesen ganzen Truhen hier zufrieden geben. Und dann erst vielleicht ein anderes Mal den Dachboden machen werden, beziehungsweise den Keller. Nämlich, wir haben hier genug Truhen und ich glaube, wir haben gar nicht so das Material, um alles hier zu füllen. Und es wäre ja Unsinn, wenn wir dann erstmal nach oben gehen und dann wieder nach unten. Ich glaube, wir sollten uns erstmal um ein paar andere Sachen kümmern. Ich glaube, es ist dunkel draußen und ich sollte recht behalten. Das ist natürlich nicht so schön. Und ich denke, dass wir erstmal hier eine Truhe raussuchen sollten, wo wir erstmal alles sammeln. Heißt, einfach mal alles reinkloppen. Alles, was geht. Und dann müsste man überlegen, wie man das hier am besten sortiert. Weil dann hätte man erstmal eine Grundlage, wo man überhaupt anfangen kann zu sortieren. Ich bin ja schon so ein bisschen angefangen hier mit Stein, mit Holz und ja, ich bin da nicht so ganz mit zufrieden, deshalb dachte ich mir, wir sortieren das alles nochmal ein bisschen anders. Und dafür müssen wir natürlich erstmal alle Sachen holen. Heißt, wir gehen erstmal nach drüben, auch wenn es dunkel ist und ich natürlich Angst habe vor den Monstern, wie ihr mich wahrscheinlich kennt. Wo seid ihr, ihr frechen Buben? Keiner da. Aber ich habe doch nicht den dummen Fehler gemacht, auf einfach zu stellen. Nee, wir spielen auf normal. Das ist schon mal sehr gut. Aber irgendwo müssen doch die Monster. Aua, das hat Trophäe. Aua. Schnell in mein Haus und dann legen wir uns erstmal schlafen. Wir dürfen, das ist sehr gut. Gut, das Skelett ist da noch. Warten wir mal kurz ab. Gucken hier nochmal, was hier so schlummert. Ein Monster. Ein Zombie. Aber keine Gefahr für uns. Wir gucken mal hier rein. Ja, ein bisschen haben wir noch. Unter anderem Erde. Und irgendwas will mich hier attackieren. Wenn ich das jetzt richtig gehört habe. Wo bist du? Und hier haben wir ebenfalls noch was. Oh, was? So viel Eisen haben wir noch? Da komme ich doch auf eine Idee. Da komme ich tatsächlich auf eine Idee. Wie wär's, wenn wir uns mal eine Rüstung machen würden? Ich höre jetzt schon dieses Monster, was irgendwo. Oh, da bist du ja. Na, Frederik. Alles klar bei dir. Und ich dachte schon, ich höre einen Creeper, aber. Da haben mich wohl meine Ohren getäuscht. Das ist schon mal ganz gut. Und da ist ja noch ein Monster. Mit einer Rüstung kann das eventuell sein, wenn wir jetzt dieses Monster hier zerstören, dass wir eventuell Teile von der Rüstung droppen. Das wäre doch ganz cool. Wir werden es mal ausprobieren. Ja, tatsächlich. Jetzt haben wir einen Hut. Sind wir nicht schön? Ich dachte eher so eine Eisenrüstung wäre doch mal ganz cool. Das heißt allerdings auch, dass wir eventuell mal wieder unten ins Bergwerk gehen sollen. Ach, ich verspreche mich gerade schon wieder. dass wir eventuell auch nochmal ins Bergwerk gehen sollten und dort ein bisschen Eisen sammeln müssen. Ich glaube, das war echt ein doofer Satz gerade. Also wir sollten ins Bergwerk gehen, um dort Eisen zu suchen. So, jetzt habe ich es, glaube ich, richtig formuliert. Jetzt kann man da, glaube ich, was mit anfangen. Also heute ist irgendwie der Wurm drin, so wie in jeder Folge. Jetzt wollte ich schon fast was Falsches machen. So, jetzt nochmal die Rüstung. Ne, das ist schon wieder ein Hut. Muss ich mal gucken. So haben wir schon mal
Eisenbeinschutz. Okay, nehmen wir mal mit. Dann fehlt uns nur noch das Trikot. Also das sieht, glaube ich, ziemlich doof aus. Aber wir belassen es erstmal damit. Jetzt sind wir ein wenig geschützt. Ich glaube, das Wichtigste habe ich jetzt ausgelassen. Tatsächlich. Aber jetzt ist das nicht mehr so ein hohes Risiko, rauszugehen. Und man ist dann auch nicht so schnell tot. Ich hoffe, wir finden noch ein bisschen Eisen. Vielleicht auch unterwegs mal. Hier zum Beispiel. Wer weiß. Ist da was? Nein. Leider nicht. Werden wir nachholen auf jeden Fall, dass wir eine komplette Rüstung haben. Das ist sehr wichtig. So, dann legen wir ebenfalls hier wieder alles ab. Von A nach B. Dies und das hier noch. Das lassen wir mal drin. Und schon haben wir wieder eine totale Unordnung hier drin. Und super. Und ich denke mir so, ich sehe da gerade nur ein Holzbalken. Haben wir hier noch was? Ein bisschen. Das sollte doch reichen für ein Schild. Oder sehe ich das falsch? Denn, oh, die Werkbank ist schon wieder weg. Blöde Idee. So, Werkbank, da bist du. Setze ich dich nochmal hier hin. Setzen wir ein Sticky hin. Nee, wie dumm bin ich denn? Das reicht natürlich gar nicht. Was heißt gar nicht? Es reicht fast nicht. Denn hier haben wir ja noch was. Und somit können wir auch schon insgesamt drei Schilder machen. Und dann können wir schon mal ein bisschen beschriften. Oder ein bisschen planen. Besser gesagt. Aber bevor wir damit anfangen, vielleicht sollte ich mir tatsächlich da noch was überlegen, wie wir das am besten machen. Warte, ich lege mal die Schilder zurück. Und ich glaube, wir nehmen noch mal eine Axt, sowohl auch die Stickies hier. Und die Werkbank nehmen wir auch noch mal mit. Und dann suchen wir erstmal ein bisschen Holz. Setzlinge wären auch nicht verkehrt. Habe ich die jetzt hier drin? Ja, erstmal drei. Nee, erstmal ein paar mehr hier. Da haben wir ja noch genug. Dann gehen wir damit erstmal auf Reise, damit wir auch mehr Schilder machen können. Nicht, dass wir immer wieder rausrennen müssen. Oh, das sieht ja witzig aus. Auf dem Baum sitzt ein Huhn. Ich bin der König der Welt. Nein, das bist du nicht. Gut, lassen wir das. Vielleicht noch was essen, wäre auch nicht verkehrt. Und dann fangen wir auch schon an, hier das erste zu sammeln. Ja, was ich noch gerne mal erzählen würde, ist, ja, es geht so ein bisschen um Minecraft. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, ja, dass das Projekt so ein bisschen eintönig wird. Beziehungsweise, was ich so auf meinem Kanal mache, ist ja derzeit, ja, ich sollte es eigentlich nicht im Let's Play ansprechen. Eigentlich geht es ja vielmehr hier um das Spiel, um zu spielen, um das Spiel zu zeigen. Na gut, jeder kennt Minecraft, aber man kann sich ja immer wieder Ideen hier rausholen. Und dafür sind ja Let's Plays auch da. Und zu unterhalten. Vielleicht ein bisschen seine eigene Sprache zu üben. Und trotzdem möchte ich es gerne mal ansprechen. So, ich habe ja derzeit Yu-Gi-Oh! Und Minecraft auf meinem Kanal und oh, eine Spinne. Ich habe gerade schon wieder so ein bisschen Angst bekommen. Aber die tut uns ja nichts. Das ist ja sehr gut. Und ich habe so ein bisschen die Befürchtung, dass es alles so ein bisschen eintönig wird. Und ich überlege gerade so ein bisschen, wie man das vielleicht ändern könnte. Und da wollte ich euch auch einfach mal fragen, wie seht ihr das denn? Findet ihr,
was ich bisher mache oder wie ich mit meinen Videos umgehe. Ist das zu eintönig? Sollte ich Let's Plays ein bisschen kürzer machen? Oder ja, vielleicht der erste Punkt wäre erstmal überhaupt regelmäßig Videos hochzuladen, weil ich ja oft sehr viele Pausen drin habe. Und Minecraft, na gut, ist jetzt mittlerweile schon bei über 70 Folgen. Würdet ihr da eher ein Ende sehen? Vielleicht nach 100 Folgen? Oder doch dieses Let's Play weiterzuführen und dann vielleicht parallel Videos hochzuladen? Ja. Könnt ihr gerne mal euren Feedback oder eure Meinung dazu einmal in die Kommentare schreiben, wie ihr darüber so denkt. Naja. Darüber zerbreche ich mir gerade so ein bisschen den Kopf, wie man es vielleicht ein bisschen besser machen könnte und wie man da auch wieder so ein bisschen, ich sag sehr oft bisschen, ich weiß, wie man da auch, ja, es hinbekommt, dass es wieder so viel Spaß macht, dass man täglich Videos hochlädt. So am Wochenende bin ich ja meist so, dass ich da nichts hochlade. Ja, weil ich dann ab und zu dann auch nicht so die Motivation habe, am Wochenende was aufzunehmen, beziehungsweise etwas hochzuladen. Und dass man vielleicht mal wieder diesen Kick bekommt, wieder mehr Videos zu machen, dann auch den Grund zu haben, am Wochenende was hochzuladen. Vielleicht kann man es ja auch so machen, dass man ein Wochenendprojekt hat. Dies und das. Aber ich würde mich über euer Feedback, was heißt Feedback, auf eure Meinung wäre ich mal gespannt. Wollt ihr eher so ein Ende bei Minecraft? Soll ich was Neues spielen? Soll ich Minecraft beibehalten? Und ich höre eine Hexe, das höre ich gar nicht gerne und wird es schon wieder dunkel oder was? Wo bist du, Hexe? Wir haben eine Rüstung, das weißt du. Ist dir, glaube ich, bekannt. Und wir haben erstmal genug Holz, denke ich. Und somit könnten wir erstmal wieder in unser Lager schlendern. Und dann könnten wir auch in der nächsten Folge damit anfangen, die ersten Sachen zu sortieren. Ich werde mir noch was überlegen. Und also, wie wir das am besten sortieren könnten. Muss ich einmal ausprobieren. Und dann kann es auch schon wieder weitergehen. Dann gehen wir danach erstmal nach draußen und korrigieren so ein bisschen den Berg, sodass das alles wieder ein bisschen besser aussieht. Jetzt sieht das ja alles so ein bisschen kaputt aus und ungewollt. Und das wollen wir natürlich nicht. Und das werden wir in der nächsten Folge, ja, oder in der übernächsten Folge oder in der überübernächsten Folge einmal korrigieren. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder und bis dann. Erstmal ciao.